Der Frankreich-Block ist heute in der Deutsch-Französischen Hochschule in Saarbrücken. Neben mir sitzt die Präsidentin der Deutsch-Französischen Hochschule, Frau Professorin Patricia Osterstierle. Guten Tag. Guten Tag, Herr Hedman. Sie haben den Lehrstuhl für französische Literaturwissenschaft an der Universität des Saarlandes inne. Sie sind im Beirat der Stiftung für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit und im Akademierat der Europäischen Akademie in Otzenhausen. Nach Ihrer Zeit als Vizepräsidentin sind Sie im Januar 2015 Präsidentin der Deutsch-Französischen Hochschule geworden. Sie wurden im letzten Juni wiedergewählt. Wer hat eigentlich die Deutsch-Französische Hochschule wann gegründet? Ja, die Deutsch-Französische Hochschule wurde vor 20 Jahren gegründet. Geburtstag. Wir haben Geburtstag in diesem Jahr beim Weimarer Abkommen. Und das ist so ein bisschen das Kind von dem Élysée-Vertrag, wo ja das Deutsch-Französische Jugendwerk gegründet wurde. Und in Weimar wurde dann gesagt, wir brauchen noch etwas für die Hochschulen. Und da wurde die Deutsch-Französische Hochschule gegründet. Also nicht nur etwas, nicht? Etwas, nein. Ein großes, wunderbares Projekt, das weltweit einmalig ist. Sie sind eine binationale Institution. Was ist da Besonderes dran? Ja, wir haben 40 Mitarbeiter, die hier in Saarbrücken arbeiten, an unserem Sitz, unserem Verwaltungssitz. Natürlich haben wir in ganz Deutschland, ganz Frankreich unsere Studiengänge, die überall an den Universitäten sind, in 100 verschiedenen Standorten, 189 Mitgliedshochschulen. Aber der Verwaltungssitz ist ganz deutsch-französisch. Das heißt, alle Mitarbeiter sprechen Deutsch und Französisch. Mein Vizepräsident, der nach mir Präsident wird, ist Franzose. Wir haben einen deutschen Generalsekretär, eine französische Vertreterin des Generalsekretärs und natürlich sind unsere Mitgliedshochschulen immer ein Tandem zwischen Deutschland und Frankreich, also immer Universitäten in Deutschland oder Fachhochschulen mit Universitäten oder Grandes Écoles in Frankreich. Und ja. Das müssen wir genauer erklären. Sie sind keine Präsenzuniversität, also die Studenten kommen nicht in Ihr Gebäude. Ja, wir haben eine wunderbare Villa Europa, in der ist unser Sitz und dort kommen auch immer sehr viele politische Vertreter hin, um sich dieses Modellprojekt der deutsch-französischen Freundschaft anzusehen. Aber wir haben diese Studiengänge, deutsch-französische Studiengänge, die jeweils zwischen zwei Universitäten oder eben Fachhochschulen oder Grandes Écoles in Deutschland und in Frankreich sind, sodass unsere Studierenden überall in Deutschland und Frankreich verteilt sind. Auch manche Drittländer sind beteiligt, wie Luxemburg und die Schweiz, sodass wir da auch europäisch eigentlich aufgestellt sind. Sie organisieren Doppelstudiengänge. Melden sich die Unis bei Ihnen oder suchen Sie sich Partnerunis? Wie funktioniert das? Ja, aber die Universitäten melden sich in der Regel bei uns. Das heißt, ein französischer Professor oder Professorin und deutscher Professor oder Professorin überlegen sich, dass sie einen Studiengang aufbauen wollen. Dann kommen sie in der Regel zu uns und wir informieren sie, wir helfen auch bei dem Aufbau. Denn für uns ist sehr wichtig, dass das kein Austausch ist wie etwa Erasmus, wo man einfach ins andere Land geht und guckt, was man anerkannt bekommt. Sondern bei uns sind diese Studiengänge, das nennt sich integriert. Das heißt, es wird genau überlegt, was kann man besser in Frankreich machen, was kann man besser in Deutschland machen. Und so wird der Studiengang genau abgestimmt auf das Studienangebot aufgebaut, sodass die Studierenden keine Zeit verlieren und in der gleichen Zeit, wie sie ein normales Studium machen würden, zwei Diplome bekommen, ein deutsches und französisches, und die Hälfte ihres Studiums in Deutschland, die Hälfte in Frankreich verbringen. Wie viele Doppelstudiengänge gibt es bis jetzt? Sind alle Disziplinen abgedeckt? Also wir haben fast alle Disziplinen abgedeckt. Es fehlt Medizin. Es sind jetzt 179 Doppelstudiengänge und es werden immer mehr. Wir haben gerade jetzt in dieser Woche die neuen Auswahlverfahren und wir haben 67 Neuanträge. Die werden natürlich nicht alle genommen. Wir haben sehr strenge Kriterien. Auch das ist wieder sehr deutsch-französisch. Wir haben immer ein deutsch-französisches Gutachterteam, das unabhängig ist und das diese Studiengänge begutachtet, aber natürlich aus dem Fach stammt, das den Studiengang anbietet. Und die werden sehr genau geprüft, ob das unseren Qualitätskriterien entspricht. Und dann werden sie aufgenommen, wenn sie exzellent sind. Kurzform, wie kann sich ein Student bei Ihnen bewerben, der sagt, ich möchte gerne einen Doppelstudiengang machen, so einen Doppelstudienabschluss? Wie macht er das in Kurzform?
Ja, ein Student schreibt sich in der Hochschule an, die den Studiengang anbietet. Das heißt, zunächst mal kommen die Professoren, der Studiengang wird evaluiert von uns und wenn er aufgenommen wird, können Studierende aufgenommen werden und dann schreiben sie sich vor Ort ein. Sagen wir mal, wir haben einen Studiengang zwischen Metz und Saarbrücken, dann schreiben sich die deutschen Studierenden in Saarbrücken ein, die französischen in Metz und werden dann aufgenommen. Und in dem Moment, wo sie in die Mobilität gehen, also wo die Deutschen nach Frankreich gehen, in der deutsch-französischen Gruppe, bekommen sie von uns ein Stipendium und umgekehrt auch. Wie hoch ist das Stipendium? Ja, im Moment ist es nur 270 Euro. Wir kämpfen immer um mehr. Wir müssen sowieso immer um unser Budget kämpfen und wir hoffen, dass wir es vielleicht jetzt doch erhöhen können. Wir machen ja gerade Reklame für die deutsch-französische Hochschule, nicht? Ja, ich hoffe, man muss es machen, denn zu wenig auch Studierende kennen die Deutsch-Französische Hochschule. Wir haben jetzt schon 6.500 Studierende, also wir bekommen immer mehr und das ist schön, weil man ja immer sagt, es wollen keine Franzosen mehr Deutsch lernen und umgekehrt. Aber wir sehen, dass das nicht ganz richtig ist. Wir haben immer tolle Studierende, die wirklich enorm engagiert sind und die müssen aber wissen, dass sie zu uns kommen können. Das heißt, dass sie einen deutsch-französischen Studiengang machen können. Man kann das auf unserer Homepage sehr gut sehen, was wir für ein Angebot haben. Und dann geht man zu der jeweiligen Universität vor Ort und schreibt sich dort ein. Wie weit sind Sie an der Qualitätssicherung dieser integrierten Studiengänge mit beteiligt? Ja, das ist eigentlich das Herz der deutsch-französischen Hochschule. Es ist eben im Gegensatz zu vielen anderen internationalen Hochschulstudiengängen, haben wir eben ein sehr starkes oder sehr strenges Qualitätsnetz. Fängt damit an, dass so ein Studiengang erstmal von zwei unabhängigen Gutachtern, einem deutschen, einem französischen, evaluiert wird. Dann wird er nochmal diskutiert in unserem wissenschaftlichen Beirat und zum Schluss entscheidet nochmal der Hochschulrat, ob der Studiengang angenommen wird. Und alle 4 Jahre werden diese Studiengänge wieder evaluiert, sodass wir ganz sicher gehen können, dass die Studierenden in perfekter Weise im deutsch-französischen Kontext studieren können. Wir haben eine Sache bisher vergessen, das ist eigentlich ganz wichtig bei Ihnen. Die Deutsch-Französische Hochschule hat ein beachtliches Netzwerk mit der Wirtschaft. Das heißt also, Sie können auch Studenten Perspektiven vermitteln oder anbieten. Wie pflegen Sie dieses Netzwerk? Ja, das ist für uns sehr wichtig. Wir haben einmal Stipendien mit der Wirtschaft, also wir haben Michelin-Stipendien, BNP Paribas-Stipendien und viele andere. Und diese Stipendien dienen natürlich dazu, auch der Wirtschaft die Deutsch-Französische Hochschule bekannter zu machen und auch für natürlich unsere Absolventen bekannter zu machen. Unsere Absolventen sind natürlich ganz hervorragend. Also die sind einmal sehr gut ausgebildet, sie sind in der Regel sehr engagiert, sie sind flexibel, sie sind dreisprachig, meistens kommt das Englische natürlich noch dazu. Sie sind neugierig, sie sind sehr leistungsbereit und daher sind 70% innerhalb von 3 Monaten sowieso schon auf dem Arbeitsmarkt. Deshalb kommen eigentlich die Unternehmen zu uns, um sie bei uns vor dem Ende ihrer Studien abzugreifen und ihnen Stipendien zu geben. Aber wir hatten jetzt gerade in der französischen Botschaft in Berlin ein großes Speed-Dating mit großen Unternehmen. Da war auch Daimler und Bosch dabei und Michelin und BNP Paribas und eine ganze Reihe anderer und die waren absolut begeistert von unseren Absolventen. Haben gesagt, sowas hätten sie selten erlebt. Und da sind wir natürlich dann stolz und freuen uns. Und wir versuchen auch unsere Absolventen natürlich vorzubereiten auf den Arbeitsmarkt. Man hat immer auch bei den Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag des Élysée-Vertrags hat man immer betont, dass die deutsch-französische Kooperation immer etwas für Europa ist. Inwieweit ist Ihre deutsch-französische Hochschule ein Modell für andere europäische Staaten? Ja, ich denke, es ist weltweit bisher einmalig und es funktioniert wunderbar. Und ich glaube, unsere Studierende bekommen einfach einen offenen europäischen Geist, weil sie sich einem anderen Land ganz öffnen, weil sie die Hälfte ihres Studiums in dem anderen Land leben, weil sie diese interkulturelle Erfahrung machen innerhalb der deutsch-französischen Gruppe. Sie bleiben ja die ganze Zeit als deutsch-französische Gruppe zusammen. Sie haben also auch einen neuen Blick auf ihr eigenes Land und auf das andere Land. Und sie werden dadurch durch Europäer. Und natürlich öffnen wir inzwischen auch in einzelne Studiengänge in andere europäische Länder. Das heißt, nach einem deutsch-französischen Studium ist durchaus die Möglichkeit, dann nach Spanien oder nach England oder in ein anderes europäisches Land zu gehen. Und ich glaube, wenn wir etwas gegen diesen wachsenden Nationalismus tun wollen, der heute sich wieder leider Gottes einstellt, dann kann man sagen, dass solche Studiengänge wirklich dazu beitragen, Europäer auszubilden. Frau Präsidentin, ich danke Ihnen für den Empfang. Ja, ich danke Ihnen.